Migration, Kriminalität in Verbindung mit Migration, Gendern, Tempolimit, AfD, Rundfunkbeitrag und natürlich das Klima. In den Kommentarspalten bei Social Media und im Netz kann der Streit über diese Themen schnell emotional werden. Und Wissenschaftler wissen auch warum. Der Angriff auf ein Argument wird von vielen als Angriff auf die eigene Person gewertet. Außerdem kann es schnell respektlos werden, begleitet von Negativität und geschürten Ängsten. Unsere Umfrage bestätigt das. Alles das, was uns jetzt da so beängstigt, sei es Zuwanderung, jetzt geht es um die Rente, dann geht es um die Elektromobilität. Es ist kein Ende in Sicht. Das ist sehr negativ geworden tatsächlich und es wird auch immer negativer. Es ist weiter weg von diesem Zusammenhalt, immer mehr hin zu der Einzelmeinung von jedem. Diese Stimmungslage erforscht Marc Ziegele, Kommunikationswissenschaftler. Man redet ja letztendlich in den letzten Jahren vor allem über Hass und Hetze, über Beleidigungen und Co. Und schenkt sozusagen den konstruktiven und den sachlichen Elementen in solchen Diskussionen wenig Aufmerksamkeit. Die gibt es aber. Sie werden nur oft überhört. Die unsachlichen und negativen Kommentare und Nachrichten verfangen schneller. Für unsere Demokratie ist das schwierig. Das ist auf jeden Fall ein Problem für unsere Demokratie, was man angehen sollte. Es gibt verschiedene andere Studien noch, die zeigen, dass das Lesen von sogenannten inzivilen, also respektlosen Beiträgen, Meinungen polarisieren kann. Also Leute, die da vorne Meinung haben, die werden in ihren Meinungen noch verhärteter, nachdem sie solche Kommentare gelesen haben und quasi noch kompromissloser gegenüber dem anderen Lager. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, die eigentlich auf Kompromisse und Debatte ausgelegt ist, schon problematisch. Und am Ende auch ganz handfest für die journalistischen Medien. Auch da gibt es Studien, die zeigen, dass wenn Beleidigungen und Hassrede in den Kommentarspalten unter den Artikeln steht, dass das negativ auf die Glaubwürdigkeit und das Image von den Medien selbst abfärben kann. Und die negative Wirkung geht weiter. Wissenschaftler analysierten, dass Menschen, die häufig alternative Plattformen nutzen, stärker an Verschwörungstheorien glauben und Gewalt befürworten. 2023 gab es 41 Angriffe auf Medienschaffende und Redaktionen. Die Dunkelziffer ist um einiges höher. Medienschaffende wurden getreten oder mit Fäkalien beschmiert. Die Konsequenz, es gibt somit weniger journalistische Beiträge über einzelne Demos im ländlichen Bereich von Brandenburg, Bayern und Sachsen. An Medienschaffenden entlädt sich der Frust über die aktuelle Politik. Katharina Weiß, Pressesprecherin Reporter ohne Grenzen. Die weltweit tätige Organisation sieht in Deutschland seit Jahren einen Negativtrend. Eine große Zäsur für die Lage der Pressefreiheit in Deutschland war auf jeden Fall die Pandemie. Seitdem beobachtet Reporter ohne Grenzen, wie stark sich eben pressefeindliche Tendenzen gerade hierzulande und gerade auch in ländlicheren Milieus verfestigt haben. Zum einen sehen wir, dass wir die ehemaligen ostdeutschen Bundesländer mit mehr gewaltvollen Übergriffen zu Buche schlagen. Das liegt auch daran, dass dort die Mediendichte nicht so hoch ist und es einfacher ist, vielleicht auch mal den Lokalreporter zu verprügeln. Es ist dort auch nicht so gerne gesehen, wenn sich Reporterinnen und Reporter gerade bei Nazi-Demonstrationen zum Beispiel einmischen und das gerne dokumentieren wollen. Die PressevertreterInnen werden auf jeden Fall als Parasiten wahrgenommen, die eigentlich nur hier sind, um Unheil zu stiften. Die Gewaltbereiten richten sich im Kern gegen die Pressefreiheit und unsere Demokratie. Auf Social Media tauschen sie sich aus und das oft sehr laut. Ich versuche da gar nicht darauf zu reagieren. Nicht antworten ist auch eine Antwort. Ich selber habe weder Instagram noch Facebook. Das ist da wie eine virtuelle Welt. Ich finde das nicht in Ordnung. Also das Medium als Maßstab einer Entscheidung zu nehmen. Social Media ist ein relativ neuer Raum. Er muss stärker von Politik, Justiz, Medienschaffenden reguliert und moderiert werden. Es ist gefährlich, wenn man es nicht gestaltet. Wir haben auf Social Media eben eine Debattenkultur, die häufig in einer großen Öffentlichkeit stattfindet. Ganz anders als eben im privaten Umfeld, wo man mit bekannten Menschen ja überwiegend diskutiert, ist es in vielen Social Media Diskussionsräumen so, dass man mit fremden Personen diskutiert. Und natürlich die Zivilgesellschaft selbst muss irgendwie lernen zu streiten, ohne sich zu hassen.